Hi Markus, hier meine Videoantwort für dich. Und zwar schnitze ich jetzt gleich an diesem Stück Korkenzieherweide. Und zwar ein Messer aus Holz. Da hast du uns ja die Aufgabe, hast du uns ja gestellt. Und ja, da sind so meine Schnitzmesser, die ich mal ausprobiere. Und mal gucken, ob es hinhaut. Und ja. Ich schnitze jetzt mal ein bisschen rum und erspare diese Zeitraffergeschichte und ja, ich drehe dann gleich weiter und präsentiere dann, ich will hoffen, ein anständiges Messer aus Holz, was auch dann irgendwas schneidet wie Apfel, Tomaten, Kartoffel etc. Also, bis gleich. So, da bin ich wieder und habe das Messer fertiggestellt in der Garage und es wurde dann doch ein bisschen kalt und deswegen habe ich mich nach innen verkrümmelt. Und ja, jetzt kommt der Schneidtest von dem Ding. Also wie gesagt, ist ein Stück Korkenzieherweide gewesen, was man ja vorhin sehen konnte. Und ich habe jetzt ein paar Äpfelchen von meinem Zierapfelbaum aus dem Garten. Die habe ich jetzt einfach mal gepflückt. Wunderschön. Leider ungenießbar, weil die doch einen leicht bitteren Nachgeschmack haben. Und die werde ich jetzt auf meinem Ips-Schneidbrett werde ich die mal versuchen mit dem Holzmesser zu schneiden. Mal gucken, ob es klappt. Bin selber gespannt. Also die Klinge ist nicht gehärtet, alles pures Holz. Griff ist auch nur so ein. Ich habe den so ein bisschen griffiger gemacht. Sieht ein bisschen, ja, sieht ganz witzig aus, finde ich. Und mal gucken, ob das Messer die Aufgabe bewerkstelligt kriegt, diesen Apfel zu schneiden. Also mal gucken. Ja, könnt ihr sehen, also wunderschöne kleine Äpfelchen, aber sauber ist die Schnittstelle jetzt nicht. Wahrscheinlich ist die Klinge ein bisschen zu breit. Also ich stehe. Aber einigermaßen schneiden tut es dann doch. Mal gucken. Vielleicht hier hinten, ob das leichter geht. Ja, die ist wahrscheinlich doch ein bisschen breit. Aber von der Schnittfläche her, sage ich mal, ist das eigentlich ja, fast sauber, würde ich sagen. Also für so ein bisschen. Für so ein bisschen Weidenholz, also wie gesagt, so Korkenzieherweide, also so, weiß nicht genau, ob das die richtige Bezeichnung dafür ist, aber scheint zu funktionieren. Ja, so viel zum Thema Schneiden mit dem Holzmesser. Und bleibt mir ja nichts anderes zu sagen, eigentlich wie an dieser Stelle, möge das glücklichere Los gewinnen und ja, obwohl das mit dem Gewinn ja immer so eine Sache ist. Also ich finde, es geht sich ja wirklich nicht um die Preise, die man da so gewinnen kann, sondern eigentlich geht sich das da wirklich nur um den, ja, ich sag mal, um den Menschen, der hinter dem Kanal steckt. Deswegen macht man eigentlich an so Aktionen eigentlich auch teil. Kommt also, wie gesagt, so ein paar Sympathiepunkte und Sachen kommen natürlich da hinzu. Und deswegen, also Markus, super klasse Aktion von dir. Natürlich auch die Preise, ich möchte das jetzt nicht, aber. Ihr wisst, glaube ich, was ich meine. Also es geht sich da eigentlich mehr um den Kanal, um den Menschen, der dahinter dem Kanal steckt, als da irgendwelche Preise abräumen zu wollen. Und das ist also nicht im Sinne des Erfinders. Ja, war auf jeden Fall schön, da mitgemacht zu haben an dieser aktiven Geschichte mit dem Schnitzen. Also die Stunde habe ich mir dann wirklich Zeit genommen und das Messerchen geschnitzt. Auch wenn ich jetzt keine Zeitrafferaufnahme gemacht habe. Also ist nicht maschinell entstanden, aber ist wirklich, obwohl die Sonne noch ein bisschen scheint draußen, wirklich arschkalt. Also der Winter kommt. Und der Apfelbaum lässt seine Äpfel auch langsam schon wieder fallen. Und ja, ich habe mit dem Bauhausmohrer zu 90% das Messer geschnitzt. Ich weiß nicht, an dieser Stelle, da haben wir uns, glaube ich, auch beide schon drüber unterhalten, über das Bauhausmohrer. Also wirklich. Coole Nummer, werde ich bestimmt nochmal das ein oder andere umbauen, was ich mir beim Bauhaus dann nochmal zusätzlich kaufen werde. Und für die Feinheiten, für die Schnitzarbeiten habe ich mir mal ein Opinel Numero
Opinel Nr. 9 rausgeholt. Für 9 Euro. Sinnig bei Nr. 9, 9 Euro. In der Inox-Variante. Edelstahl-Variante, rostfrei. Auch super für die Feinheiten, klasse Teil. Und ein bisschen geholfen hat mein Real Steel H6 in der Edition Nr. 1. Auch super, auch mit diesem Choil zum Schnitzen, wirklich, wenn man was schnitzen muss, mit der Fingerspitze da rein. Also ich komme wirklich wunderbar mit klar. Also der hat schon irgendwie, wie ich finde, seinen Sinn und Zweck. Auch wenn manche Leute da vielleicht anderer Meinung sind. Aber gut, Geschmäcker sind verschieden und über Geschmack lässt sich nicht streiten. Also zumindest nicht mit mir. Ja, das soll es gewesen sein, damit das Ding auch nicht zu lange wird. Und mach weiter so, bis mach auf die weiteren 1000 Abonnenten, die du noch erhalten wirst, wahrscheinlich durch deine ganzen lustigen, coolen Videos über Flohmarktfunde, Opinel-Messer, Ganso-Messer etc. Und ja, schön mitgemacht zu haben und hat Spaß gemacht. Und ich sag mal, bis zum nächsten Mal, mach weiter so. Bis denn. Ciao.